Willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Es wird Zeit für eine neue Amiibo. Und heute spielen wir unter anderem Bowser Jr. Ja, wir haben jetzt schon einige gespielt. Aber auch recht geile Amiibos. Ja, ich glaube im nächsten Part kann man dann aber auch schon den Riesen-Yoshi oder welche der kleinen Yoshis herholen. Habe ich mir irgendwann mal gekauft und ja, gammelt halt seitdem im Regal rum. Muss man ja auch mal nutzen. Und ich glaube, den Boss-Modus schaltet man erst frei, wenn man durch mit dem Spiel ist. Oh, ein Keks-Level. Yoshi's Cookies. Gab's nicht ein Spiel, das so hieß? War das nicht auf dem SNES? Ich glaube, da hat man nicht irgendwie eine Gun gebraucht oder so. Ich glaube, die Koopalinge gab's da auch. Boah, Alter, überhaupt kein Plan. Ah, ich kann ihn. Okay, gut, aber jetzt wo ich das. Oh. Kacke. Das ist ja gerade eben Gegner, die ich mit. Ne, bei dem letzten Part war das. Für mich war es gerade eben, ne? Dass Gegner markiert werden, die man mit einem Wollknäuel getroffen hat. Da würde ich ehrlich gesagt mal ein bisschen Fokus drauf legen, dass ich mein Gegner mit Wollknäuel fährt. Kann ja auch sein, dass sich Gegner wiederholen durch Welten. Und dann kann ich die halt mehrmals treffen. Und vielleicht kann ich ja welche aus Welt 1 oder so nachholen, solche Gegner. Da würde ich den jetzt auch einfach mal mit dem Wolfknall abknallen. Hätte ich das tun sollen? Ja, die sieht eh aus. Ich glaube nicht, dass ich mir damit jetzt irgendwas kaputt gemacht habe. Da unten ist aber ein Weg, oder? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo das sein soll. Ja, ist okay. Ah, ja. Nein, so macht man es nicht am besten. Hilfe. Nee, ich bin tot. Habe ich irgendwie ins Timing ein bisschen verkackt? Ah, ich muss alles nochmal machen. Gut. Hat gleich nicht so einen Fokus drauf legen sollte. Dass ich jetzt den kompletten Anfang hier nochmal neu spielen muss, finde ich etwas nervig, aber jetzt sind wohl die Regeln des Spiels. Ja, habe ich das zu akzeptieren? Dagegen tun kann ich ja eh nicht. Sofern ich Geld hätte, könnte ich einen Hacker dafür. Ja, ich habe hier eh was vergessen. Ja, ist gut, dass ich gestorben bin. Seit ich mich beschwert, wo jetzt die zwei Stempel waren und hier oben ist auch was. Ja, nur Herzen, okay. Okay, ich entdecke gerade einiges, was ich vorher nicht hatte. Perfekt. Oh. Thank you.
Bin da sehr knapp. Egal. Ey, ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer im Spiel. Oh, danke. Die Welt liegt dir zu Füßen. Oder unter den Füßen. Glaube ich, dieselbe Bedeutung. Ich glaube, da unten ist auch was. Eine Befürchtung von mir. Ja. Blume vielleicht? Ja, wollte man. Auch gut. So, hier kann ich jetzt einige. Ja, nochmal abchecken. Oh. Okay. Oh ja, der Pixelmon, den gibt's hier auch noch. Ja, der kommt hier aber nicht durch. Aber ich kann ihn gar nicht fressen. Allerdings kann ich ihn zerstampfen. Hier scheint nichts zu sein, dann rein da. Och nein! Lass mich verarschen. Ich hätte einfach dem Weg folgen sollen, oder? Kann ich das wiederholen? Wahrscheinlich nicht, weil das sowas wie Juwelen-Farming wäre. Ich kann es probieren. Nee, ich kann es nicht wiederholen. Dann habe ich reingeschissen. Muss das Level auf jeden Fall nochmal neu spielen. Geil. Naja, mal schauen, was ich überhaupt übersehen habe. Vielleicht war es ja nur eine Blume. Dann könnte ich ja noch alle Stempel bekommen und dann würde es nicht so chaotisch sein. Warte, muss hier auf den Keks. Ich habe das Gefühl, da unten muss ich die Plattform betätigen. Ich weiß nicht wieso, aber naja, scheint nichts zu sein. Ich es halt so. Oh. Junge. Also wegen dem Wolkner war es jedenfalls nicht. Wahrscheinlich die vierte Blume. Okay, wie soll ich da hochkommen? Ich muss ja da hoch. Ich glaube, ich brauche neue Eier. Also Wolle halt. Und wenn man euch drauf klar, dass man hier Wolle schießt. Und besser damit klar, wenn man mit Eiern schießt. Das ist ja offensichtlich. Ich verstehe nicht, wie man da hochkommen soll. Es muss doch einen Weg da hochgehen. Hier vielleicht? Ja! Das wäre dann Blume Nummer 5. Ja, also auf jeden Fall Blume Nummer 4 übersehen.
dir jetzt noch irgendwo Stempel geben. Ja, ich habe halt nur die eine Blume. Egal. Ich bin einfach mal glücklich, dass ich alles außer die Blume habe. Positiv bleiben. Ich habe 4 Sachen geschafft und eine Sache nicht. Komm schon. Kann man, denke ich, noch positiv bleiben. Okay, aber ich würde sagen, vorher wechseln wir noch den Yoshi. Oh, Alter, Welt 3 ist ja auch direkt neben dem Amiibo-Pavillon. Das ist sehr viel angenehmer. Also Bowser Jr. Amiibo habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich zeige dir ganz gerne hier. Find ihr da was schön? So, was für ein Yoshi? Keks-Yoshi? Das ist ein Keks-Yoshi, oder? Cookie-Yoshi? Ja, komm. Das ist ja dasselbe. Oh! Ich glaube, ich habe gute Erinnerungen an das Level. Ich glaube, 100% mäßig nicht, aber rein vom Spielen war es, glaube ich, ein lustiges Level. Okay, und das ist die nächste Amiibo. Hier, der mit seinen 3 Pikmins. Übrigens, ganz lustige Geschichte. Ich habe den einmal bestellt und er kam 2-mal an. Ich habe den danach einem Kollegen geschenkt, den ich nie wieder gesehen habe. Egal, das Ding ist, keine Ahnung, 30 Euro inzwischen wert oder so. So eine schöne Amiibo, würde ich sagen. Genauso wie die von Game & Watch. Die könnte man jetzt denken, ist ein bisschen langweilig, aber nee, man kann tatsächlich die Amiibo auch austauschen. Da kann man anderes Zeug dran machen. Also die Amiibo bringt mehr mit sich, als man denkt. Okay, also Captain Olimar geht auf Suche nach der 4. Blume. Ja, nee, dafür zahle ich jetzt kein Geld, dass ich hier kurz durch das Level renne und versuche, diesmal alles sofort zu sammeln. Ich weiß ja auch nicht, wo ich lang muss, ne? Egal, das finden wir schon. Kurz durch das Level rennen, ich glaube, das geht so nicht lang. Warte mal. Ich glaube, ich kann mit Wolle auch ein bisschen cheaten in dem Level. Also wenn ich einen geraden Wurf hinbekomme. Ist ja einfach nur bis zur weißen Röhre. Das Level war jetzt nicht so lang. Glaube ich, das war doch die, oder? Ja, sollte. Das vorhin war so in deinem guten Scheige unten. Nein! Okay, ich muss das Level nochmal spielen. So, auf ein weiteres. Ah, das geht gar nicht so fort. Ja, so würde ich das zumindest empfehlen zu machen. Keine Ahnung, wie es gewollt ist, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe die Blume und kann den Level kurz beenden. So, diesmal alles. Bonusspiel gibt es zum Glück nicht, weil das nervt mich ehrlich gesagt in letzter Zeit ein bisschen. Wenn die halt immer wieder auftauchen und ich halt einfach, ja, keine Ahnung, den Part etwas kürzer haben könnte oder weiß nicht. Oder halt einfach schon ein Level starten könnte. Ja, beides hängt ja damit zusammen, dass der Part dann kürzer wäre. Egal, by the way, geiles Detail, dass die Olimar Amiibo hinten 3 Pikmin hängen hat. Das finde ich geil, mobile Marathon. Okay. Was ist der Name? Ach, Mobile.
Ja, ich hab grad vergessen, wie die Aussprache von dem Ding ist, und dann hat es für mich einfach keinen Sinn ergeben. Die Musik war okay. Habe ich auch noch diese Erinnerung dran. Ich habe jetzt auch ein besseres Auge so als früher. Vielleicht finde ich ja das ganze Zeug. Ich weiß, dass da drüben was ist. Was glaubt, da muss was sein? Oh! Fuck! Ich bin überhaupt nicht ready dafür. Egal, ist jetzt schon zu Ende. Ich will allerdings noch hier abchecken, was ich hier dann alles verpasst habe, weil da drüben ist eine Röhre. Ah, und hier ist einfach mal so Ding versteckt. Das uns zur Röhre führt. Okay. Ich glaube, bei der Sonne hatten wir gerade eben aufgehört, ne? Müssen wir ja alles anschauen. Ja, bei der Sonne war es. Sind wir hier rübergegangen und dann war ich schon wieder Brain AFK. Weil ich halt zur Pflanze bin, wo hinten, ja. Oder etwa. Ja, hier drüben ist auch was. In der Rakete drin. Gut, ansonsten sollte hier nichts sein. Schon. Ja, das war ich gerade eben hoch, aber ich. Ach ja, ich hatte sie eingesammelt, als ich gerade eben da die Zeitmission gemacht habe. Ja, okay. Da komme ich glaube ich nicht lang. So, bin ich schneller, bewegt man sich jetzt hier. Wozu diese Zeitmissionen da sind, aber. Ach, die können mir Schaden machen. Scheiße, wusste ich gar nicht. Ich dachte, die babbeln mich nur so weg. Die Zeitmissionen sind aber schon fett begrenzt, oder? Egal, das eine Herz. Werden wir schon Ersatz für finden. Nein! Arsch noch. Oben ist was. Jetzt will ich allerdings erstmal meine Wolle wieder haben. Ach cool, die ist die Spawn. Geil. Diese Zeitmission hat mich einfach da reingedrängt. Hier noch irgendwo Eier. Scheint halt nichts und es geht mir gerade bis auf den Sack, dass ich deswegen hier die Pflanze nicht gehen kann und nicht schauen kann, was da oben ist. Vielleicht finde ich ja noch was, wenn ich ein bisschen weiter hochgehe. Ja, da oben kann ich an eine Wolle rankommen. Ah, nee, warte, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich nehme nur so viel mit, dass ich. Ich hätte mir eine Brücke bauen sollen. Fuck! Noch kann ich es ausgleichen. Also erstmal will ich den hier mitnehmen. Dann komme ich hier ohne Probleme daran. Nehme ich mir noch eine Rolle mit, die ich noch tragen kann. Ja, passt so. Will ich checken, was hier drüben ist. Ah, okay. Eine Blume. Und hier ist nichts. Arsch!
Nein, scheint echt nichts zu sein. Ein bisschen enttäuschen. Wir sind noch so weit vor. Wir müssen noch so viel vom Level sehen, Alter. Ich hätte das gar nicht erwartet, dass noch so viel geht. Okay, müssen wir das mir auch hier drüben noch viel geht. Ja, zumindest kam ich hier dran. Ich will ehrlich gesagt da noch nicht durch. Und muss ich da lang? Ich glaube, da komme ich auch von unten lang. Ja, eben. Wo ich jetzt mal nichts verpasst habe. Ja, vielleicht drüben ja noch. Ja, scheint nichts zu sein. Vielleicht noch was. Die Wolle. Wie komme ich an die Wolle? Okay, so jedenfalls nicht. Oder? Ja, fuck. Das war's mit der hoffentlich dritten Wolle. Okay, das Level ist echt nicht so einfach. Keine Ahnung, wo ich was übersehen habe. Wahrscheinlich war es halt noch in diesem Bereich. Ich sehe jetzt halt nirgendwo irgendwo was Verstecktes oder so. Ansonsten, ja, fehlt nur ein Stempel. Ich habe halt Fettzeugs übersehen. Wegen der Blume will ich jetzt ehrlich gesagt noch schauen, ob ich zumindest das, eine Liste für mich abhaken kann. Die wird hier oben irgendwo sein, hoffe ich. Das ist alles angefangen. Ja, da oben muss was sein. Wolle. Und eine Röhre. Du Arsch. Na, da kann man nicht durch. Hier gibt's auch nichts. Na, hier scheint halt echt nichts zu sein. Das ist ein bisschen enttäuschend so. Ist noch eine Rolle gefunden. Ist okay, ich glaube, ich kann so zufrieden das Level verlassen, aber ich muss es halt nochmal machen. Naja. Ja, hier ist halt auch nichts mehr. Ist okay. Ja, das Zeug schon noch finden und bei der Blume oder bei dem Wolkner wird dann hoffentlich auch der letzte Stempel sein. Ich habe ja einfach gar nichts. Ich habe einfach gar nichts hinbekommen, geil. Muss ich mich auch noch auf die Leben konzentrieren, weil ich mich am Ende, glaube ich, nur noch von dem Schallgeld treffen lassen habe. Ach, reingekackt. You
Das war, glaube ich, auch ein geiles Level. Gut, muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Bis gleich. Ja, ich habe vorhin fett reingeschissen, weil ich diesen Block hier unten aktiviert habe. Weil wenn man direkt von der Blume kommt, dann ist dieses Ding noch weiter oben. Und kann einen hier reinhauen. Ja gut, hätte ich das mal früher gewusst. Also hier war jedenfalls nichts. Dann muss ich jetzt nur noch auf die letzte Blume gehen. Bis gleich. So, letzte Blume im Internet gefunden. Allerdings... Es gibt ein allerdings, habe ich glaube ich keinen Stempel dabei gesehen. Das heißt, der Stempel wird mir immer noch fehlen. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt auf wundersame Art und Weise immer kurz eingesammelt habe. Der war irgendwo hier drüben. Ja. Ja, mir fehlt ein Stempel. Gerade war welcher Vollidiot jetzt das ganze Level nochmal spielen darf, um nach dem letzten Stempel zu suchen. Dieser Vollidiot. Ach Alter, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das für ein Scheiß? Irgendwo ist wahrscheinlich so ein versteckter Scheiß. Da soll ich jetzt den letzten Stempel suchen. Egal, die anderen drei Ziele habe ich wenigstens diesmal. Level 3 mal spielen ist schon eklig. Zweimal, okay, sehe ich noch irgendwo ein, aber dreimal. Ah. Es gibt ja irgendwie 6 Welten oder so, das wird noch ein paar Mal vorkommen. Okay, Raketen-Yoshi oder so. Was ist das? Spielzeug-Yoshi, okay, das sieht aber gut aus. Gefällt mir, sieht aus wie ein verbesserter roter Yoshi. Okay, also ich suche das ganze Level nochmal ab, bis gleich. Da kann sein, dass ich ihn gerade gefunden habe. Zwar hier irgendwo. So, sollte der sein, hä? Ah, da. Fuck, den hatte ich letztes Mal auch schon. Okay, da muss ich noch weiter schauen. Viel gibt's ja nicht mehr. Wisst ihr noch, als ich da rechts an der Seite komplett runtergesprungen bin? Ja, jetzt, diesmal weiß ich zumindest ziemlich genau, was mir fehlt. Er taucht halt einfach auf, wenn man das Ding runter macht und ich bin da direkt runtergesprungen. Wie unlucky ist das eigentlich? Alter, ist beschissen, egal. Egal, ich hab's, ich gebe mich zufrieden, kein Grund zur Beschwerde. Ich will mich gerade nur beschweren, dass ich hier nicht hochkomme. Komm schon. Komm ich da hoch? Okay, dann halt von hier. Yes. Bleib nur aufs Level beenden. Komm schon. Lass mich raus aus diesem Albtraum. An sich ein sehr schönes Level mit einem schönen Prinzip, aber das kann halt so viel Asi-Zeug sein. Es ist einfach nicht schön zum 100% spielen. Egal, ist okay. Ist okay, Hauptsache ich hab's. Gut, soll es für diesen Part gewesen sein. 3-1 und 3-2 geschafft. Dann mal schauen, wie das jetzt in den nächsten Parts aussieht. In 3-3, 3-4, wo der nächste Boss auf uns wartet. Bin gespannt, wer es sein wird. Und sagen bis zum nächsten Mal und ciao.